Schaut mal, wie genial das jetzt einfach hier oben aussieht. Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Heute mal wieder mit den Brettern unterwegs. Und zwar hoffen wir, dass wir noch ein bisschen Tiefschnee da klangen können. Im Skigebiet Kaltenbach Hochfügen, also im Zillertal. Wetter ist grenzgenial. Jetzt müssen wir ein bisschen aufsteigen und dann hoffen wir das Beste. So schaut's aus. Und heute können wir das Dunkelglas drauf machen, weil die Sonne scheint. Ja, Nico liebt solche Spielereien, ich also gar nicht. Aber wenn es mal nebelig werden sollte, ist es natürlich ultra cool. Aber das Geile, Petra hat es auch gar nicht gecheckt. Aha, Petra hangelt sich hoch. Grüß dich. Der Aufstieg zum Gipfel ist zwar ganz schön steil, aber gar nicht so lange und man hat wirklich grandioses Panorama. Außerdem ist der direkt am Grat, deswegen ist es dort nicht lawinengefährlich, aber natürlich muss man aufpassen, dass man nicht irgendwie ausrutscht und abstürzt, weil es natürlich eisig ist. Juhu! Oben am Kreuz! Ganz schön windig, aber Panorama könnte echt nicht besser sein. Keine einzige Wolke. Bei der Abfahrt ist es schon wieder was ganz anderes, da ist man natürlich nicht mehr am Grat, deswegen herrscht hier ganz normal Lawinengefahr und man muss auf jeden Fall den Lagebericht checken sowie die nötige Schutzausrüstung dabei haben und wenn man sich nicht sicher ist, dann sollte man natürlich besser mit Guide fahren. Das war jetzt echt richtig cool, obwohl wir alles dabei hatten, vom Pulver über den Harsch bis hin zum Matschschnee. Matschschnee? Ja, so schwerer Schnee war schon auch.
Aber es war super. Beim Snowboard merkt man da gar nicht, also es ist nicht so schlimm, finde ich. Mit den Schienen, Harsch zum Beispiel, ist ja eher tödlich. Aber jetzt müssen wir ein bisschen rausqueren, rüberstapfen. Und dann sind wir wieder im Gebiet. Jausenzeit ist ja bekanntlich die schönste Zeit. Deswegen haben wir noch einen Jausenstopp eingelegt. Unglaublich. Opfer sagst du immer, gell? Ja, ich bin ein Opfer. Aber ich habe genug dabei. Ja, findet den Fehler. Nach dem Genuss folgt dann in dem Fall wieder die Arbeit. Und auf der Straße war leider kaum noch Schnee, weshalb man sich ganz schön gerade in Leih hatteln musste. Und ja, da müssen wir uns mit Bretter selber kaufen, aber das hat er jetzt gut hingekriegt. Konnte man alles fahren, Spatze? Ja, ja. Bist du auch gefahren? Ja, zu Fuß. Es geht nur bis zu mir. Kannst wieder abschneiden. Da verarscht er mich jetzt, weil ich hatte den Anstoß gegeben zum Anschnallen und dann gleich wieder abgeschnallt, weil es einfach mit der Backside-Kante, ich stehe links vorne, er steht rechts vorne, fast unmöglich gewesen wäre. Aber gut, irgendwann hatten wir es dann geschafft und es ging wieder ab ins Skigebiet. Jetzt lohnt sich aber dran zu bleiben, weil wir kriegen noch einen richtig geilen Sonnenuntergang. Adieu Hochzillertal, und was machen wir jetzt, liebe Petra? Jetzt fahren wir in die Zillertal-Arena. Genau, zum Sundowner haben wir uns gedacht. Da fahren wir einfach ein paar Meter weiter und zwar, ich schwenk mal rein. Dahin. So, das mit der Sonne hat schon mal geklappt. Wir sind oben in der Zillertal Arena jetzt. Und da werden wir jetzt noch gut Sonne kassieren und nachher auch einen guten Sonnenuntergang für euch. Schnappt her, das wäre so das. Zwei Skigebiete an einem Tag. Ein kleiner Panoramaschwenk für euch, weil die Aussicht hier oben ist wirklich grandios. Auf der Hütte haben wir noch einen Apfelstrudel mit Vanillesoße gegessen und dazu einen Kakao getrunken. Haben wir aber ausnahmsweise mal nicht für euch gefilmt. Habe ich gar nicht dran gedacht, muss ich gestehen. Und dann ging es ab in den Sonnenuntergang. Ja, deswegen sind wir oben eigentlich eingekehrt, weil es war ganz schön kalt und wir wollten unbedingt die Sonnenuntergangsstimmung einfangen. Der Sonne entgegen! Schaut mal, wie genial das jetzt einfach hier oben aussieht. Ja, damit verabschieden wir uns dann auch von euch, weil ich glaube, eine bessere Szene werden wir nicht kriegen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und ja,
Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, ciao.